Sie hörte sich selbst lachen, und das Geräusch gefiel ihr nicht. »Hirka?« Rime war ihr gefolgt. Sie drehte sich zu ihm um. Der Schatten, der Nayel getötet hatte. Trauer schnitt ihr durchs Herz, und sie wünschte sich zutiefst, er möge begreifen, dass er ebenso sehr Bestie war wie die Blinden. Sie waren keine Brüder, Rime. Gral und Nayel. Dir bedeutet es nichts, aber den Umpiri bedeutet es alles. Die Brudergeschichte war eine Lüge. Das Haus meiner Familie wurde aufgrund einer Lüge erhoben. Nayel hatte es erfahren und begriffen, dass sein Leben vorbei war. Eines Tages würde es herauskommen, und ich nehme an, dass er die Katastrophe nicht abwarten wollte. Also hat er Verrat an ihnen begangen und ist hierher gekommen. So fing alles an, der Krieg. Er hat es vielleicht nur getan, weil er fühlte, dass er es musste. Und dafür hast du ihn getötet, ohne zu wissen, ohne ihn zu kennen. Rime spannte die Kiefermuskeln an und sah weg. Er schwieg. Er würde nie fühlen, dass er sich fürs Töten verantworten musste. Das wusste sie. Er war so, wie er war. Sie betrachtete seinen Hals. Die Narbe war nicht mehr zu sehen. Auf einmal spürte sie das Gewicht des Messers an der Hüfte. Er war nah. Es wäre so einfach, nicht mehr als ein kleiner Schritt vorwärts. Ein Stich. Der Rest lag in den Händen des Schicksals oder der Götter, sofern es sie gab. Sie musste es nur schaffen, den Hass noch eine Weile aufrechtzuerhalten. »Du glaubst wirklich, er war der Seher?« fragte Rime. »Du glaubst, er wäre dir gefolgt, so wie diese Kreaturen dir folgen? Aber was glaubst du, was danach passiert? Wenn das hier irgendwann zu Ende ist, was siehst du dann vor dir? Denk nach. Sollen sie hier bleiben? Glaubst du, Ümmlinge können die Welt mit Totgeborenen teilen?« Hirka hörte, wie sie mit den Zähnen knirschte. »Bevor ich fertig bin, werden alle Rassen alle Welten miteinander teilen. Die Gabe soll allen gehören.« Er schloss die Augen, als glaubte er nicht, was er hörte. »Ganz gleich, um welchen Preis? Du hast mich für die, denen ich das Leben genommen habe, planst aber selbst das größte Blutbad, das die Welt je gesehen hat.« Hirka wandte den Blick ab. Er zweifelte an ihr. Nicht einmal das konnte sie ihm vorwerfen. Sie bewegte ihre Hand näher zum Messer, blickte unauffällig zu den Schwertern, die in ihren Schwertscheiden auf seinem Rücken saßen, und versuchte nicht daran zu denken, wie unendlich leicht er sie entwaffnen konnte.